Servus und herzlich willkommen zu diesem Angezockt von Tastemaker. Ich bin wie immer reingesprungen ins kalte Wasser jetzt gerade und lass mich überraschen, was bei dem Spiel jetzt tatsächlich passiert. Der Trailer lässt auf jeden Fall einiges hoffen. Ich würde sagen, wir legen heute mal los mit dem Tutorial. Es gibt aber auf jeden Fall auch einen Sandbox, das ist schon mal interessant. Und würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So, okay, panning the camera, use the WASD keys to the camera, you can also, okay, use the Q&E button, okay, also Steuerung, change the game speed, button of the corner, hier, okay, first need to create the extractor, also ich glaube, ich sitze da voll im Weg jetzt gerade. Mal gucken. Ich werde mich vielleicht mal ausschalten. Ist, glaube ich, besser, dass ihr das seht. Also im Grunde habe ich jetzt halt hier nur die Steuerung gemacht. Also wir sollen auf das Hammer-Tool gehen und sollen erstmal Wände setzen, okay? Geht es komplett? Nee, okay. Also man muss die einzeln setzen. Das ist aber kein Thema. Wir machen natürlich den kompletten Ding, so wie es da unten drauf gezeigt wird. So. Und Tür. Tür. Wahrscheinlich die da. Ist aber eigentlich egal, ne? Ich mach's in die Mitte. So, you will need some furniture in your restaurant. Dachte ich mir. Okay, wir brauchen einen Bar-Counter. Ah, ich kann leider nicht... Okay, ich kann wirklich nur, also mit dem Mausrad kann ich selber nicht drehen. Use the R button to rotate items. Okay. Ich denke mal, dass das so okay ist. Counter placed 4. Ah, okay. Moment, wie kann ich das dann wieder move? Ah. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal... Wohl, kann man die Tür auch moven? Müssen wir schauen. Anscheinend nicht, ne? Door. Also ich kann die nicht anklicken. Okay. Oder haut die dann automatisch ab? Nee, ich will es nicht probieren. Ah, okay, das geht. Okay, okay. Dann machen wir eben hier eine neue Wall. Und machen nochmal eine neue Tür, weil dann setze ich die lieber dahin. Weil ich denke mal, dass da zwei vom Abstand her besser sind. So. 2, 3, 4. So, Stool placed. 4, okay. So, place some decorations to keep the guests happy. Okay, decorations brauchen wir. Eine plant zum Beispiel. Stellen wir die mal dahin. You will need a cabinet to store your plates. Alles klar. Also Schränke. Now you have to place to store the plates. You can order them. Okay, wo? Ah, hier. Wie viele? 4. 4, okay. Schon mal Plate delivered. Ich kann halt leider nur so die Ansicht drehen. Aber macht ja nichts, ne? Ich kann zumindest auch rein und rauszoomen, aber ich kann die Kamera, glaube ich... Ah, doch. Ich kann die Kamera so drehen. Ah, mit Rechtsklick funktioniert das. Okay. Buying a cutting board. Das dürfte egal sein, wo, oder? So, und Deep Fryer. Okay. Storing ingredients. Build a storage rack to store your ingredients. Also ein Regal bitte. Mit R wieder drehen. Ja, das Gute ist auf jeden Fall, dass man das, egal wie man es dreht, man kann es immer erreichen. Mach jetzt mal dahin. So, open the ingredients windows to order your potatoes. Aha,
Okay, viermal Potatoes. Vier. Use the repeat button to automatically repeat your order after it's delivered. Okay. You need an employee to serve the fries. Also Mitarbeiter einstellen. Hire employee. Auch nicht schlecht. So, einmal zack. Okay. Putting items on the menu. There is nothing to do. Ja, noch. You're ready to put fries on your menu. Open the menu window and add the fries. Okay, also wir machen die Speisekarte auf. Machen hier fries. Und add to menu. Okay, to clean the plates, you need to build a dishwasher. Okay, also das haben wir auf dem Menü. Dann brauchen wir einen Dishwasher. Wir jetzt einfach da mal hin. So, your guest is now ready to receive guests. Serve four quests to continue. Also viermal soll man hier das im Grunde machen. Okay. Ach, das braucht eine Zeit lang, ne? Ah, okay, das sind sie fertig. Warum ist die nicht gut drauf? Ach, die machen immer erst, wenn jemand kommt. Okay, ich bin schon mal froh. Also die Musik ist ja ganz nett am Anfang von dem Game, aber ich bin ganz froh, dass die Musik jetzt nicht während des Games die ganze Zeit ist. Okay, also wir haben den ersten schon fertig. Ja, die sind nicht sehr begeistert, die sind noch happy. Aber wie soll man das bitte schaffen in der Kürze? Na ja gut. Also, was ist da gewesen? Das Restaurant ist alright. It's nice and clean, but the menu is too small. Ja, gut, Speisekarte hat natürlich nur ein einziges Gericht, ne? So, Dekor. Hygiene. Okay. Das heißt, wir können hier auch noch. Das kann ich wieder ausschalten? Ja. Plate. Also eigentlich haben wir ja genug Plate, ne? So, wir könnten dann mal gucken, ob man vielleicht nochmal eine Pflanze hinstellen. Ups, jetzt kriege ich das Menü nicht zu, oder was? Mal noch eine Pflanze hier. Zack, das schaut doch schon mal besser aus. So, dann. Oh. Old Broom. Okay, das ist gut. Wir bräuchten noch einen Mitarbeiter, oder? Würde ich sagen. Ah, okay, und der Deliverer, der bringt ständig nach. Das ist gut. Warte mal, wir schauen mal. You've completed the tutorial. Back to menu. Okay. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es läuft, ne? So, wir machen New Game. Wir machen natürlich das Szenario. Fast Food. Serve unhealthy food fast. Also serviere ungesundes Essen schnell. Gut. Gehen wir da mal rein. Easy. Serve 200 Coins with your. Okay. Also, wir müssen erstmal bauen. Die Wall, haben wir gesagt. Gut, wir brauchen eine Door. Das wird wahrscheinlich auch die günstigste Door sein, ne? Ja, natürlich haben wir kein Menü on the Dish. Wie denn auch? Wir fangen ja gerade schon mal an. So, dann würde ich sagen, wir brauchen Möbels, Barcounter, Table. Ich würde sagen, wir machen Barcounter. Und diesmal machen wir das quasi hier so mit einem Tresen. So.
ist natürlich gut, ne? Wir haben Kabinett. Ich würde sagen, wir machen das dahin. Das Storage mache ich hierhin. Dann braucht man natürlich auch den Deep Fryer. Wir brauchen das Cutting Board, haben wir gesagt. Wir brauchen... Was brauchen wir noch? Dishwasher. Und dann könnten wir vielleicht nochmal... Ne, there are no menu, Dingsbums, Nuggets und Fries. Moment, wir müssen aber erst einmal das Zeug bestellen, ne? 4, repeat. Chicken, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir... Fries, okay, wir brauchen Kartoffeln, wir brauchen... Oh, Plates brauchen wir noch. Wir machen mal 5 Stück auch, so wie wir es gemacht haben. So, wie ist es bei Add Menu? Wie ist es bei Nuggets? Da brauchen wir Hähnchen und Plates, okay. Add to Menu, so. Oh, aber das, wahrscheinlich um das zu machen, Moment, da muss ich nochmal drauf, da sieht man es nämlich, wir brauchen auf jeden Fall nur Teller, wir brauchen den Fries, okay. Einmal hier drauf bitte, wir brauchen, ups. Ah, wir brauchen den Fridge. Okay, okay. Fridge. Stellen wir dann dahin. Den stellen wir dann dahin. Dann gehen wir nochmal drauf, dann bestellen wir mal hier auch 4 Stück. Und dann brauchen wir natürlich einen Employee. So, wir haben gesagt, wir dekorieren. Da machen wir wieder eine Pflanze. Wir machen... Wir haben noch nicht einmal Fenster oder sowas, ne? Ist immer ein bisschen komisch, wenn ich dann... Moment. Window! Da ist zumindest ein Window. Nee. Ja, ein Window. Das reicht schon. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Wo sehe ich das? Da oben 811 haben wir. Machen wir noch ein Window. Dann machen wir das Ganze ein bisschen... Oh, cool. Aber erstmal hierhin, Glass... Da ist die Frage, wie kriege ich die Sachen? Robert complains that there's no nothing to do. Ist okay. Muss ich da öffnen? Add to menu. Add to menu. Ah, okay. Ich muss erstmal alles da haben. Okay, okay. Also ich habe 5 Plates. Ich würde sagen, ich mache nochmal... 2 dazu. So, was willst du, gute Frau? Nuggets. Habe ich mein Hähnchen schon? Ah, da kommt der Lieferant. Okay. Die ist glücklich, jawohl. Er ist auch glücklich, anscheinend. Der will Fries, die will Nuggets. So, wir werden natürlich auch Dreck haben im Laufe der Zeit, deswegen denke ich mir, wir sollten, Moment, wo war das jetzt halt nochmal? Möbel, ne? Besen, hier. Old Broom, Broom und Old Broom. Machen wir hier hin. Also ich spiele jetzt halt auch auf diesem Experience-Dingsbums, was es gibt. So, damit haben wir 2 Employees, das ist schon mal gut. Serve 200 Coins, okay. Kann nämlich einer schön sauber machen, der andere kann kochen. Oder abspülen oder was auch immer. Da irgendwann müssen wir dann auch mit Toilette und so weiter machen. Aber anscheinend kann ich hier nicht weiter ausbauen. Buy Land. Aha. Okay, wir können schon Land buyen.
könnten im Grunde hier so eine Art Essensraum machen. Man kauft die tatsächlich einzeln. Das ist ja mal interessant. So, wir machen eine Wall. Mal schauen. Was kostet die? 84. Cool. So, dann müssen wir natürlich einmal Hammer-Tool verwenden. Moment. War das hier? Ah, ne, hier. Der Mülleimer. Machen wir nämlich die zwei Dinger hier weg. Und dann würde ich sagen, stellen wir möbeltechnisch vielleicht einmal noch einen Tisch hin. Haben wir noch 100? Wow. Machen wir mal 100. So, und dann stellen wir da auch etwas schönere Chairs hin. Da ist jetzt halt. Wow. Kaum hingestellt, ne? Und schon sind sie da. Das ist natürlich cool, ne? So kann man hier auch sehen, wie viel. Was kann ich da einstellen? Okay, not enough fryer to keep up with demand. Vielleicht muss ich da doch noch mal Land dazu kaufen, aber ich habe jetzt gerade das Geld nicht. Da machen wir im Grunde nur das da. Okay, das ist natürlich nicht schlecht, dass die sich halt dann Clean Plates Shortage, not enough fryers to keep up with demand. Dann müsste man quasi nochmal einen Fryer herstellen, ne? Ich wollte halt jetzt die Wand im Grunde lassen, dass es so ist wie eine Art Speiseraum hier. Na, die werden doch gut versorgt, oder? Serve 200 Coins worth of rice in a month. Sieht man da auch sonstige Sachen noch? Okay, Menü Variety, Price, Dekor. Okay, das Dekor könnten wir noch ein bisschen verbessern. Machen wir mal. Das war hier bei Möbel, das da. Painting. Mal ein Painting daher. Jukebox vielleicht, aber die ist zu teuer. Hier eine Flower. Ist doch schon mal schöner, ne? Curtains könnte man machen. So, ist auf jeden Fall schon mal besser. Hygiene ist gut. Waiting Time, ne, okay. Wahrscheinlich, weil wir noch mal einen Employee bräuchten. Hire Employee. Machen wir noch einen. Income 53, Expense. Okay. Sorry. Also das ist auf jeden Fall. Okay, also da ist Datum. Wir müssen das schaffen, quasi 200 Coins zu verdienen. Innerhalb von einem Monat. Das ist auf jeden Fall. Ich denke schon, dass wir das gut machen können. Ich finde es interessant, das Game, muss ich echt sagen. So, jetzt rennen zwei darum. Einer ist am Saubermachen. Och, das ist doch cool. Ja, da warten schon die nächsten, ne? So, was haben wir denn da? Potatoes. Genau, hier haben wir dann quasi Potatoes. Und da haben wir im Grunde ja nur Hähnchen. Wo haben wir denn den? Ah, da haben wir stehen, was wir haben. Okay. Habe jetzt nämlich nicht genau gesehen, was und wie und wo. So, wir könnten eigentlich auch. Was haben wir denn da? Da bekommt man doch da. Income, Food, Total, Netto 252. Fries, Nuggets. Was ist das? Not enough fryers. Clean plates shortage.
Vielleicht sollte ich doch mal hier Land dazu kaufen nochmal. Moment, das machen wir mal. Buy Land. Genau, dann machen wir das noch dazu. Nee, eigentlich egal, ne? Moment, wo war's? Da, der Mülleimer. So, dann nehmen wir nämlich das da einfach mit dazu. Da lassen wir stehen. Wir machen, Moment, einmal eine Theke noch mit hin. Und nochmal einen Barstuhl. Okay. So, was brauchen wir jetzt noch? Brauchen wir noch Fryer oder irgendwas? Wir haben 8 Chicken, 9 Potatoes. Wir können im Grunde ja nochmal. Ein Old Table möchte ich nicht hinstellen. Tja, es läuft, ne? Okay, wir könnten natürlich auch die Wand hier noch wegmachen. Vielleicht können wir auch noch eine Oberfläche machen hier, ein Kabinett. Was wir da herstellen. Und ein Cutting Board, weil dann können nämlich schon mal zwei. Ja, aber ich habe auch nicht das Geld. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Mit den zwei. Ich mache mal die Ding weg. Hier, Müll. Ich mache mal die eine Wand hier noch weg. Was ist das da? Ah, okay. Kann man die Flowers auch da oben hinstellen? Nee. Okay, eine Pflanze noch, ein Kaktus. Vielleicht ein Kaktus irgendwo in die Ecke. So. Ja, Medium. Serve 400 Coins. Okay. Und da fehlt nicht mehr viel, aber jetzt springt gleich wieder das Ding um. Ja, und wieder auf Null. Ja. Es ist auf jeden Fall interessant. Es ist halt im Grunde schon ein bisschen rausfinden, wie und was. Man kann es aber auch schön eng stellen, zum Glück. Finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass man da nicht immer irgendwie dann ein Feld freilassen muss. Ich könnte das jetzt wirklich schön nebeneinander klatschen. So, was gibt es denn eigentlich noch, was wir so herstellen können? Fries, Nuggets. Was könnte ich denn noch machen? Delivery. Da könnten wir vielleicht mal nur drei machen, jeweils. Das müsste ausreichend sein. Minus 21. Aber wir können auf jeden Fall hier schon mal wesentlich schneller agieren. Okay, immer wenn 5 Stück drin sind, dann werden die sauber gemacht. Okay. Ihr wartet schon lange auf die Hähnchenteile, auf die Nuggets. Ah ne, ihr wart okay. Not enough fries. Also ich sollte das jetzt eigentlich schaffen. Moment, ich kann das jetzt mal schnell laufen lassen. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir das bald schaffen. Also man kann hier sogar ein Stockwerk oben drauf bauen noch. Da wird es dann noch interessanter im Laufe der Zeit. So, ich werde doch wohl jetzt halt dieses eine Ding da schaffen hier.
Was ist jetzt das hier eigentlich? Da kann ich nicht sehen, ne? Ach, 7 Plates habe ich. Ich könnte natürlich auch, ups, ich könnte natürlich auch noch Teller bestellen. 7 Stück habe ich. Dann würde ich sagen, machen wir mal noch 3 Stück. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt halt ein Glas mir noch liefern lasse? Kann ich dann irgendwas aufs Menü packen, was mit Trinken zu tun hat? Das ist komisch. Warte mal, was ist das? Ah, okay. Ja gut, die machen halt immer alles. Ja, das war jetzt natürlich, weil ich auch noch Zeug gekauft habe, ne? Wir haben Mai. Jetzt könnte ich höchstens noch sagen, jetzt wo ich das Geld habe, tun wir einfach nochmal Tische herstellen. Machen wir mal. Machen wir hier einen Table. Add more seats or increase your price. Chair mit 40. Okay. 12 Gäste können jetzt Platz nehmen. Ja, da kann man dann richtig, also wenn man dann noch Land dazu kauft, wie Pizza, ich habe da gar keine Pizza. Wenn man Land hinzukauft, dann könnte man quasi hier eine Küche mit ranmachen, wo dann nur welche am Kochen sind. Was ist das? Du kommst nicht raus, oder was? Oh. Moment, sollten wir vielleicht nochmal einen Employee einstellen? Okay, also die haben keine Toilette, deswegen ist okay. Verdammt. Sekunde, wir müssen hier noch ein bisschen Land hinzukommen. Ich mache vielleicht einmal wieder auf 1. Ja, mei. Okay, buy land. Wir machen, ja, den Tisch möchte ich ja wegmachen. Keine Ahnung, wie groß die Toiletten vielleicht sind oder so. Wall. Schauen wir mal. So. Wir machen einmal die da weg. Sobald die da aufstehen, muss ich schauen, dass ich. Ah nee, Quatsch, wir brauchen eine Wall. So, also ich meine, wir kriegen zum Glück auch ein bisschen Geld zurück, das ist schon mal ganz gut. Jetzt muss ich mal gucken. Also jetzt laufen wir auf 1, ist in Ordnung. Wo war das Möbel? Toilet. Aber halt, ich muss ja erst einmal noch eine Wand ziehen, ne? Wall. Und Stuff Door, Door, Door. So. Dann braucht man natürlich auch vielleicht dementsprechend ein Sink. Rat Trap. Ai mai. Move. Okay, das ist. Wir haben eine Toilette. Alles klar. So, das ist ja schon mal gut. Oh mein. So, halt, bleib an. Muss man sich halt an alles erstmal gewöhnen hier. So, dann machen wir einen Tisch noch und wir machen natürlich auch wieder unsere 4 Chairs. Ja, ich kann mir das nicht leisten, ist in Ordnung. Aber zumindest die ersten stehen schon mal. So, jetzt. Sind die gegangen oder was ist da los?
Ach, die gehen auf Toilette und dann bleibt natürlich das Essen stehen. In dem Moment ist kein. Ja. Okay, alles ein bisschen tricky. Reicht es eigentlich vom Essen? Oh je. Moment, ich mache nochmal auf 1. Wir machen hier auf jeden Fall 4 und da auch 4. Oder machen wir vielleicht sogar 5. Oh je. Jetzt kommt das Essen danach. Wir machen Minus. Und? Bräuchte man dann da mehr? Ah, gut. Jetzt habe ich schon gedacht, die kriegen ihr Essen nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt langsam wirklich ins Plus. Jetzt, wo es läuft, jetzt kommen die Lieferungen richtig. Okay. Ich mache aber trotzdem dann, wenn die 5 geliefert sind. Warte mal, ich mache gleich auf 4. Das müsste eigentlich ausreichend sein. Hähnchen braucht es aber mehr, ne? Also Nuggets sind sie mehr am futtern. Ich glaube, ich kann den Ton auf jeden Fall das nächste Mal ein bisschen lauter machen. Komm, ich will doch bloß das da schaffen hier. Komm, 5 Coins noch. Oh, verdammt. Na gut, aber jetzt wird's geschafft. Ich hab gedacht, es wird so locker flockig gehen irgendwie. Aber es ist gut, wenn so viele da sind von den Employees. Ich denke, man kann sich da was Schönes aufbauen. Have a waiting time lower than 30 seconds with 20 people in your restaurant. Wow. 2, 4, was haben wir? Hier oben steht es, ne? 10, 11, 4, 8, 12, 13. Also das heißt, wir müssen sowieso noch ausbauen. Wow. Also für das erste Mal bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich sollte das noch ein bisschen anders managen, definitiv. Das werde ich vielleicht dann auch zum nächsten Mal machen, dass ich dann quasi mal ein neues Spiel anfange und ich dann einfach ein bisschen anders rangehe an die Sache. Ja, mal gucken. Aber jedenfalls hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass es für euch auch interessant ist, das Game. Und ich würde mich echt freuen über ein Like, ich würde mich auch freuen über Kommentare, ganz klar, vielleicht habt ihr es ja auch und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp für mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.